Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Digame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, dieser Hänger, der ist so absolut nicht meins, der gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen werden wir den jetzt gleich wieder verkaufen. Haben mal Lehrgeld bezahlt, ich glaube, wir haben 19.000 ein bisschen was dafür bezahlt. Ist okay. Aber der hat mir wirklich nicht gefallen. So, warum stehe ich hier mit dem Anhänger und dem Traktor? Genau, es ist Fütterungszeit. Und da schauen wir uns mal bei den Tieren an. Also bei den Hühnern bin ich jetzt durch. Ich habe 6.000 Liter noch. Das reicht noch bis nächsten Monat. Aber bei den Schweinen fehlt uns Basisfutter, Getreide. Wurzelfrucht würde reichen. Aber Basisfutter und Getreide würde ich uns gerne nachgeben. Und deswegen werden wir mal zwei Hänger Basisfutter, ein Hänger Getreide reinfahren. Damit wir da bis morgen durchkommen. Bis, nicht bis morgen, sondern bis zum Februar. Oh, mir kratzt es gerade im Hals. So, Entschuldigung. So, und dann nehmen wir als Basisfutter unseren wunderschönen Mais. Das wird spannend, ob das ausreicht, ne? Das könnte ganz knapp nicht reichen. Aber da müssen wir gucken. Ich glaube, ich habe noch anderes Basisfutter im Lager, die mit der Hirse, ne? Die Hirse ist, glaube ich, Getreide. Weiß ich gar nicht, was da dann als Basisfutter noch reingeht. Aber ich glaube, das habe ich noch durchaus. So ist nicht. Weil hungern lassen wollen wir sie wirklich nicht. Und da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir das machen, weil dieses Luxus, den Luxus, den wir beim letzten Mal hatten, dass bei der Reproduktion der einen Schweine die anderen auch so weit waren, den haben wir jetzt nicht mehr. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn am besten abliefern. Und wo ich denn am besten abliefern. Oder bitte nicht, wo wissen wir ja, aber wie wir das machen. Größeren Tiertransporthänger, das wäre wirklich noch eine echt gute Investition gewesen. Das ist mir aber erst, ja, jetzt beim Reinladen in das Spiel da aufgefallen, dass ich da mal nach dem Mod gucken wollte, ob ich da nicht noch einen größeren Tiertransporthänger für alle Tierarten habe. Da muss ich mal gucken. Also auch für Hühner, weil so ein bisschen ein paar Hühner mal zu Hühnerfleisch machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Gut, wenn ich da 180 Hühner hinbringe, werde ich da 180 Kilo Hühnerfleisch rauskriegen. Das ist fast nichts, ne? Aber vielleicht kriege ich 360 Kilo raus, aber das ist dann auch alles. Aber wenn man das aus beiden Stellen in regelmäßigen Abständen macht. Obwohl die Eier, die bringen so viel Geld, ne? Naja, muss man mal gucken. Jedenfalls die Käfige wäre keine gute Idee, das dauert zu lange, die dann damit zu füllen und dann zu transportieren und so. So, jetzt sollte hier beim Basisfutter, sollten jetzt so rund und roh 8.000 mehr drin sein, dann müssen wir bei 12.000 am Ende ankommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und beim Getreide holen wir dann noch ein. Vielleicht mal eben noch ein Basisfutter, nein. Nur zur Sicherheit. Die bei den großen Hänger nehmen können, ne? Könnt ihr hier auch noch eine Runge draufbauen? Eine Plattenreihe ringsherum, bis er noch ein bisschen höher ist. Wollen wir das machen? Wollen wir die mittlere Kapazität einfach mal machen? Obwohl, dann wäre es denn bei den Hühnern schwierig, glaube ich. Da kriege ich keinen ganzen Hänger da rein, ne? So, dann holen wir Gerste. Ah, passt schon so, ne? Haben wir ein bisschen was zu tun. Nicht schlecht. So. Gut. Gülle und Mist haben wir schon wieder ein bisschen gesammelt. Ich überlege, ob ich das jetzt im Februar nochmal rausbringe auf den dafür vorgesehenen Feldern. Um vielleicht dann im nächsten Monat bei der Aussaat nicht allzu viel Düngemittel zu brauchen. Wo habe ich denn eigentlich? Genau, das ist die große Frage. Precision Farming da. pH-Wert nicht, Stickstoff. So, hier haben wir, sind wir durch, ne? Und hier haben wir Mist drauf gemacht. Das heißt, da müsste ich mit Mist weitermachen. Hier haben wir einmal Gülle drauf gebracht, das weiß ich. Aber der ist halt eben gleichmäßig schlecht gewesen. Deswegen ist das alles noch nicht so gut. Und hier könnten wir noch Gülle draufbringen. Das heißt, wir könnten eigentlich mit dem Mistwagen losziehen und hier losfahren.
dazwischen und dann gucken, dass wir hier noch mal ein bisschen Mist rauskriegen, ne? Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich weiß gar nicht, wie viel Mist ich im Lager habe, aber es müsste sich ein oder zwei Hänger ausgehen, also einer auf jeden Fall. Lass mich hier mal ganz kurz stehen, wie viel liegt hier drin? Ihr habt Mist gemacht, 13.000 Einheiten, okay, 13.000 Liter, ich glaube 9.600 ist ein Hänger oder so. Nee, ist der falsche. So, dann holen wir uns mal den Miststreuer und dann werden wir nämlich noch ein bisschen den Mist, müssen es einen Hänger rausbringen und dann werden wir noch Gülle ausbringen auf 31. Damit wir da, ja, das muss ich auch noch pflügen, ne? Das könnte ich eigentlich auch diesen Monat noch machen. Habe ich das im März nicht zu tun. So, bitte einmal auf den Trigger stellen hier. So. 9000 Liter, ja. Und damit sind dann noch 6000 da. Aber das sollte jetzt einigermaßen weit ausreichen. Könnte sogar sein, dass der Kurs nur sogar noch in der Maschine ist. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber oben rum wäre jetzt wahrscheinlich schneller gewesen. Na egal. Und ja, dann sind wir durch im Februar auch durch. Schön. Und dann geht die große Saatschlacht los. Wenn wir uns dann wahrscheinlich erstmal einen Hänger voll Saatgut kaufen. Müssen wir mit dem Auto nochmal loswischen. Nochmal einmal drei Container Saatgut holen. Und wahrscheinlich gleich dann nochmal losfahren. Oder sechs, kann ich sechs laden oder drei? Ich glaube, es geht zwei reich. Ich glaube, es geht sechs, ne? Weil Dünger habe ich, glaube ich, noch drei Container da. Aber da werde ich nicht allzu viel brauchen, glaube ich. Oder hoffe ich zumindest. Dass ich da gut vorgearbeitet habe jetzt. Wir sind hier die Einstellung. Ja, ist nicht aktiviert. Ach, jetzt geht auch noch die Schranke runter. Müssen wir noch auf den Zug warten. Bing, 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 bing. Hört man das da nicht in? Oh, in hört man das auch ganz gut. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir da drauf fahren müssen, welche Bahn wir brauchen. Aber das müssten wir ja im kleinen karierten sehen. Ich kann auch hier drüber fahren, ja. Dann bin ich eigentlich schon fast genau da, wo ich hin will. So. Da sieht man nämlich hier nicht kein Mist. So, jetzt gucken wir mal, ob ich die... Ah. Okay. Die habe ich nicht mehr. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gerade fahren. Vor einigermaßen zumindest. So, dann. Steht die wieder auf 1 Grad oder die steht auf 5 Grad, ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die. Ist doch schon wieder schief. So. Mal gucken, dass die so einigermaßen da dazwischen liegt. Das sieht gut aus. So, dann wollen wir mal ausklappen. 45 sollen dazukommen, das ist gut. So, dann B drücken, 3 drücken, Attacke, Abfahrt. So, das geht schon mal. Und dann machen wir diesen an hier. Dann müssen wir einmal ganz kurz in die gucken, weil der dreht jetzt in die falsche Richtung. So. Sehr gut. Und dann geht das los hier. Dann fährt er nämlich dann gleich die nächste dort und dann noch eine und dann sollte der Hänger ja bald leer sein. Sehr schön. Bringen wir nochmal Mist raus. Sehr gut.
Foto von machen hier. Macht ja länger aus. Stimmt, das ist ja voll Ademodik hier jetzt. So, und dann müssen wir diesen Acker hier, theoretisch können wir den auch grobern hier schon, weil bringe ich die Frucht dann nicht im nächsten Monat hier aus. Wie soll ich ihn überhaupt ausbringen? Weiß ich gar nicht. Können ja theoretisch die Felder soweit vorbereiten, aber wohl, ja doch, grobern werde ich so vorher nochmal, dass da Saatbett drin steht. Das Feldfrüchte, Wachstum, genau, kann geerntet werden. Hier ist Saatbett vorbereitet. Und hier ist Saatbett vorbereitet. Das geht ganz gut. Hier müssen wir noch was machen. So, jetzt piept er gleich. Ich glaube, das piept im Hörmer-Menü. Oder? Ah, das Hörmer-Menü. Warntöne Hörmer-Menü. So. Wie voll ist er noch? Er hat noch 5000. Ne? Das ist okay. Gut. Heißt, ich könnte hier, was will ich denn da überhaupt rausbringen? Wo ist denn hier mein Plan? 42 Hafer. Hafer wird gesät im Monat März. Das heißt, ich könnte das wirklich jetzt hier im Februar schon umgrobern, damit ich im nächsten Monat einfach bloß noch mit der Saatmaschine drauf muss und nicht vorher grobern. Da irgendwie das Grobern und Düngemittel hinzufügen in einem, mit dem nicht wirklich funktioniert hat. Ich bin mir, also sagen wir mal so, ich bin mir halt, oder ich habe dem nicht vertraut, was da passiert ist. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das geht oder nicht geht. Und deswegen müssen wir da, oder wollte ich da nochmal gucken. So. Reicht weiter, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Jetzt habe ich es wieder reduziert, ne? So. Wenn ich Map drücken will. Wie sieht es denn aus auf der Karte hier? Irgendwie habe ich hier veraltete Daten oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, das ist natürlich auch eher, sagen wir mal, naja, gut, okay. Weiß nicht, ob er jetzt hier genauso viel rausschmeißt. Und dann den Weg mitgedüngt. Ja, hier düngt er nämlich gar nichts mit, genau. So, dann machen wir den mal aus hier, den Kameraden. Fahren wir mal hier rum. So, dann nehmen wir die Spur jetzt hier. Und dann machen wir den Kameraden wieder an. So, die Wände umstellen. Ne? Fahren wir los. Gut, dann fährst du noch mal ein Stückchen zurück und dann ist das gut. Ich glaube, das ist ganz gut geworden hier auf dem Acker mit der Düngerei oder zumindest mit dem mit Mist ausbringen. Mann, ja, ist ja Düngen. Nee, ist ganz okay. Das sieht ganz gut aus. Da brauche ich jetzt nicht noch mal mit den 6000 Liter hier extra herkommen, um dann noch anderen Unfug zu treiben. Das sieht ganz gut aus. Na gut, dann sind wir leer. Dann schalten wir die Kamera hier aus. So, dann machen wir den flach. Klappen den wieder zusammen. Und dann werden wir das Güllefass anhängen. Und mit dem Güllefass loslegen. Ist das nicht die Lautstärkehöhe von der Musik? Ich glaube nicht. Ist hier hinterm Dings. Ne, ist 35%. Ist der PVC-Player so groß? Bin noch mal irgendwann was anderes geguckt? Eigentlich nicht. Lange nicht mehr. Mir ist aufgefallen, dass ich auf Disney Plus Idiocracy gucken kann. Und welcher Film war das noch? Was ein paar Bud Spencer-Filme. Da bin ich ja auch Feuer und Flamme dafür, ne? Bud Spencer-Filme, da kannst du mich ja mit hinterm Ofen vorlocken. Da bin ich sofort dabei. So, gut. Okay, dann machen wir jetzt, genau, dann machen wir jetzt den
die Gülle, gucken wir mal, wie viel wir haben. Ich glaube, 20.000 Liter im Schweinestall und ja, sind ja, gute zwei Hänger halt, die wir vielleicht drei, die wir dann fahren können. Die wir ausbringen können hinten auf 31. Ist aber okay. So, manchmal ruckelt es hier immer noch. Ne? Das klappt so noch nicht ganz. So sieht gut aus. So sieht gut aus. Dann mal daran. Na? So, wir werden erstmal hier aus dem Kuhstall ein Fass rausholen. Gucken, wie viel hier kommt. Okay, wir haben noch voll und hab noch 11.000 Liter. Okay. Das ist schon mal gut. So, dann gucken wir ganz kurz mal hier rein. Da haben wir 25.000 Liter. Okay, ja. Passt auch. Also zwei komplett volle Anhänger kriegen wir noch mal und naja, dann sind noch ein paar tausend plus über. Dann müssen wir gucken. Aber da gehen wir jetzt mit auf 31 und dann gibt es da richtig. Jetzt wäre ich unten rum mit der Schneller gewesen, glaube ich, weil ich denn hier den Stänker nicht fahren müsste. Weil ich ja sowieso über die Tankstelle dann aus Feld fahre. Würde ich gleich tanken. Coole Sache das. Ja, dann holen wir anständig Saatgut. Und dann könnten wir. Ja, jetzt haben wir lange nichts zum Verkaufen, ne? Also das nächste Mal verkaufen die Klamotten. Dann werden wir so 6 bis 8 oder 8 bis 9, na 8 Paletten haben. Ich habe die Baumwolle übrigens, das habe ich noch gemacht, wo ich durch die Produktion gegangen bin, habe ich gesehen, dass ich die Baumwollproduktion, also Baumwolle zur Tuchproduktion, gar nicht aktiv hatte. Da habe ich ja noch 1800 Liter Baumwolle, weil wir ja beim Auftrag ein bisschen was über hatten, in der Spinnerei gehabt. Die habe ich noch gar nicht fertig verarbeitet. Man ist jetzt nicht so viel, was dabei rumkommt, aber mehr Tuch haben ist mal besser als weniger Tuch haben. Das heißt, wir könnten eigentlich die Wolltour diesen Monat nochmal machen. Muss ich gucken. So. Und 31 muss ich fliegen. Das kann ich eigentlich auch theoretisch diesen Monat machen. Also es ist noch doch. Nee, wir kommen gar nicht so schnell. Ich dachte, wir sind jetzt relativ schnell im nächsten Monat, aber nee. So schnell kommen wir da gar nicht hin. Jetzt war ich hier hinten drüber. Das ist auch nicht unbedingt die beste Situation, ne? Aber egal. Ist auf jeden Fall breiter als bei den anderen dahin. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So, da gucken wir da drüben hat einer irgendwie Zwischenbruch dann gesehen. Na, wie kommt das dahin? So, klappt mal das gute Stück mal aus hier. Also sehen wir schon, der ist deutlich breiter als das, was ich hier gefahren bin. So, dann stellen wir uns mal hier drauf. Dann machen wir mal. Nee. So. Nee. Okay. Da war schon wieder zusammengeklappt. Ach, da klappt sich alles aus. Okay, na gut, okay. Das ist diese. War das nicht Alt-X? Und dann lassen wir mal was Alt-C und dann X drücken. Oder war das STRG-C? Ah. Gut, Fahrzeugbreite ermittelt. So, dann. Nee. So. Nee, wir stehen schief.
Ist aber auch 9, dass ich das so. So extrem. Eieieiei. Schiefe Möcken kriege nur. Mit mir los. So, und dann sind wir sogar noch ein bisschen zu wenig breit. Steuerung. Wir müssen ein bisschen nach da. So. Dann bauen wir rückwärts dahin. Nehmen den Kurs, drücken die 3, drücken hier B oder V. So, na gut, jetzt wüsste ich nicht, ob er ausgebracht hat oder nicht. Mann! Das ist so viele Tasten, die ich mir nicht merken kann. Ich bin so blöd manchmal. Und wieso kommt er auf die Idee, dass er jetzt eine Wende machen will? Nee, der soll einfach nur hier auf dieser Spur. Ja. Soll einfach nur auf dieser Spur jetzt hier. Warum senkt denn der sich jetzt wieder hinten nicht ab? Kommt überhaupt nicht klar darauf, dass er jetzt hier fahren soll oder so, oder was? Okay, ich mach's jetzt aus, ne? Bevor hier noch irgendwelchen anderen Blödsinn passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal.